OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Die Solidarität für die Ukraine ist hierzulande nach wie vor groß. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder prorussische Demonstrationen und Vorfälle, die Zustimmung für die Politik Putins auszudrücken scheinen. So in Mollbergen. Hier hatten Unbekannte bereits im Februar, also kurz nach Kriegsbeginn, vor dem Rathaus die russische Flagge gehisst. Und obwohl die Täter immer noch nicht ermittelt werden konnten, rücken Vorfälle dieser Art eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in den Fokus der öffentlichen Debatte. Die Russlanddeutsche Gemeinschaft. Wie sich der Ukraine-Krieg auf die Russlanddeutsche Gemeinschaft im Oldenburger Münsterland auswirkt, inwieweit es Anfeindungen oder einen Rechtfertigungsdruck gibt und warum viele Russlanddeutsche nicht öffentlich über diesen Konflikt reden wollen, darüber möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Kaschen Dutzart und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Und mein heutiger Gesprächspartner hat selber russlanddeutsche Wurzeln. Im Alter von 5 Jahren ist er nämlich mit seiner Familie aus Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt. Mit 10 kam er nach Mollbergen und seit 2019 ist er parteiloser Bürgermeister der Gemeinde. Moin, Vitali Bastian. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Rathaus. Genau, wir befinden uns heute bei Ihnen hier im Rathaus und ich habe ja eingangs schon erwähnt, mit Beginn des Krieges gab es einen Vorfall, nämlich Unbekannte hatten hier vor dem Rathaus die russische Flagge gehisst. Wie ist diese Aktion zu bewerten? Das hatten wir von Anfang an ja auch so kommuniziert, dass diese Aktion natürlich nicht durch die Gemeindeverwaltung initiiert worden ist, wo auch natürlich die ersten Fragen dann aufgekommen sind. Die Aktion ist eine besonders schlimme Aktion gewesen in unserem Zusammenhang hier, weil der Krieg gerade angefangen hat in der Ukraine und wir einfach dieses Problem, was die Leute damit geschaffen haben, einfach diese Differenzierung und auch diese Abgrenzung weiter voranzutreiben, natürlich stärker gesehen haben. Deswegen haben wir auch sofort reagiert, haben die Fahne entfernt und haben jetzt auch die Maste gesichert. Das heißt, auch da kann jetzt nicht jeder sofort irgendwie dran und dann die Fahne eigenständig entfernen. Für uns als Gemeinde war das ein schlimmer Akt, weil wir einfach sehen, dass es Leute einfach gibt, die provozieren wollen, die Gesellschaft noch zusätzlich irgendwie strapazieren wollen, die Spaltung meine ich damit. Und das war für uns natürlich nicht schön. Und wir gehen natürlich da auch vor. Wir haben natürlich sofort Anzeige erstattet. Diese Anzeige hat leider noch nichts gebracht. Es ist leider bei vielen Anzeigen so, dass viele Anzeigen nur für die Statistik gemacht werden, weil man diese Person nicht finden wird. Sie sagen es, die Täter sind nach wie vor unbekannt und trotzdem fällt das Ganze auch auf die russlanddeutsche Gemeinde zurück. Wie können Sie sich das erklären? Ja, weil es nicht genau bekannt ist, wer diese Fahne ja gehisst hat. Das heißt, es könnten ja russisch propagierende Personen gewesen sein, es könnten genauso hiesige Personen sein, es könnten genauso Leute sein, die sagen, wir möchten dem Bürgermeister nochmal ins Bein pinkeln. Also von daher, es gibt verschiedene Personen, die das Ganze hätten machen können. Und deswegen, diese Frage ist auch sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil für uns als Gemeinde wird dieses immer wieder deutlich, dass man da einfach Personen hat, die aus Langeweile oder Stress oder keine Ahnung warum, irgendwie noch zusätzlich provozieren wollen. Und gerade in Mollbergen mit seinen gut 9000 Einwohnern hat das Ganze besonders hohe Wellen geschlagen, denn es gibt hier eine sehr große russlanddeutsche Gemeinde. Statistiken sagen sogar, dass jeder Zweite hier im weitesten Sinne einen russlanddeutschen Hintergrund haben soll. Wie setzt sich diese Gruppe denn zusammen? Also hier in Mollbergen ist es ja so, dass wir verschiedene gewachsene Strukturen haben. Das heißt, natürlich wird immer gesprochen von den Aussiedlern. Und der Aussiedler an sich ist ja nicht der Aussiedler, der damals aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, sondern es sind verschiedene Gruppierungen mittlerweile hier in Mollbergen. Diese Gruppierungen setzen sich zusammen zum Beispiel erstens aus den Aussiedlern aus der Sowjetunion. Zweitens gibt es auch eine ganz große Gruppe von den polnischen Aussiedlern, das heißt, die aus Schlesien kommen zum Teil. Dann gibt es mittlerweile eine größere ukrainische Community, dann gibt es auch hier eine größere rumänische, ungarische Community, die auch mittlerweile sehr stark vertreten sind. Das sind alles natürlich Personen, die dann irgendwo auch in das ganze Aussiedlersystem mit einspielen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, dass man jeder Zweite ist hier Russlandsdeutscher.
Sie haben es ja gerade aufgezählt, wir haben in dieser Gruppe natürlich die Russen, aber auch Ukrainer oder Kasachen, Polen, Rumänen werden dazu gezählt. Gibt es dann in dieser Gemeinde eher ein Nebeneinander der einzelnen Gruppen oder ein großes Miteinander? Also ist es so, wie es in den meisten solchen Gruppierungen sind. Wenn die Rumänen auf dem Spielplatz im Bürgerpark sitzen, dann sitzen sie alleine da. Das heißt, es sitzt ja kein Einheimischer mit zwischen. Und so ist es ja auch bei den Polnischen damals gewesen. Es ist immer so, das war eine Community für sich gewesen. Es ist aber auch da so gewesen, vor Ort, ja, die haben auch untereinander geheiratet. Die sind ja zum Teil damals in die Friedlandsiedlung gekommen, hier in Mollbergen. Und diese ganze Community in der Friedlandsiedlung ist gewachsen aus russischen Personen, die damals aus der Sowjetunion, Kasachstan, Omsk, Almaty, Usbekistan, Turkmenistan, also sind verschiedene Länder, die dann sozusagen hier zusammengeführt worden sind. Und vor Ort in der Allensteiner Straße, Breslauer Straße, Stettiner Straße einfach ihre Heimat gefunden haben und mittlerweile da in der vierten Generation leben. Wie sieht es denn jetzt aus, gerade vor dem Hintergrund der Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, Menschen mit Wurzeln aus der Ukraine, Menschen mit Wurzeln aus Russland, wie ist da die Gemeinschaft? Also da gibt es ja verschiedene, erstens Glaubensrichtungen. Wir haben hier eine starke Pfingstgemeinde, die halt sehr viele Personen, auch sehr viele Mitglieder hat. Wir haben aber auch eine sehr starke evangelische Gemeinde, die mittlerweile aus 1000 Personen besteht, die nur aus den Aussiedlerbereichen kommen. Auch Polen natürlich und Aussiedler aus der Sowjetunion. Und die Gemeinde an sich hat ja 1200 Mitglieder in Mollbergen. Da sieht man schon, wie stark zum Beispiel auch die evangelische Kirche von diesem Zuzug hier in Mollbergen profitiert hat. Aber wir haben auch nicht zu vergessen sehr viele Katholische, wie jetzt auch die Mitarbeiterin, die jetzt die in der Küsterei jetzt mit aushilft. Sie haben die Pfingster ja gerade angesprochen. In diesem Zusammenhang wird ja auch gerne von einer Parallelgesellschaft gesprochen, manchmal aber auch mit Blick auf die gesamte russlanddeutsche Gemeinschaft. Wie sehen Sie das? Das sehe ich überhaupt nicht so, denn wir haben hier keine Parallelgesellschaft. Die Parallelgesellschaft ist für mich eine Gesellschaft, es gibt mittlerweile in Deutschland etliche Gemeinden, die kurz vorm Aussterben waren, wo zum Beispiel Reichsbürger oder was weiß ich, verschiedene Personenkreise sich diese Orte zum Beispiel auch unter Nagel reißen, um da vor Ort wirklich eine Parallelgesellschaft zu integrieren. Wir in Mollbergen haben natürlich Glaubensgemeinschaften, aber wir haben keine Parallelgesellschaften. Die Leute, die wohnen alle miteinander in den Siedlungen. Wir haben keine Siedlung, wo wir sagen, das sind hier nur die Russen, das sind nur die Ukrainer. Wir können nicht sagen, wir haben hier zum Beispiel jetzt, wie es in den großen Städten zum Beispiel ist, das sagen zum Beispiel, das ist das Portugiesenviertel, das ist das chinesische Viertel, das sind die Türken. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier einfach ein Miteinander. Die Leute gehen zusammen zur Schule. Ob es natürlich immer wieder verschiedene Differenzen gibt, natürlich gibt es die. Die gab es immer schon. Wo Glaube ist, gibt es auch Differenzen, egal in welcher Form, ob es der katholische, evangelische oder auch aus der Pfingstgemeinde. Wo Sie Differenzen ansprechen, seit 2014 gibt es in der Ukraine Krieg. Da hat es angefangen mit der Annexion der Krim und dem Einmarsch in den Donbass. Wie hat sich das Ganze hier ausgewirkt? Also man hat das hier nicht so mitbekommen, dass man sagt, ja, da ist irgendwie eine starke Community oder irgendwie Personen entstanden, die jetzt da irgendwie propagiert haben und hier versucht haben, Stimmung zu machen dem gegenüber, weil es einfach weit weg ist. Natürlich hat man das verfolgt, man hat auch hier vor Ort, sag mal, hat auch drüber geredet, die Leute wussten Bescheid, was da passiert, aber es gab jetzt nicht so die Resonanz, auch hier bei uns nicht oder ich kenne sie nicht, dass man sagt, man will da irgendwie oder man ist da ja, jetzt auf einmal aufgebracht oder dass man da jetzt unterstützen möchte oder was weiß ich. Also da haben die Leute, das haben die wahrgenommen und das haben die auch abgehakt. Dieser Krieg ist ja nun seit Februar dieses Jahres noch weiter eskaliert. Wir werden tagtäglich mit Bildern von toten Zivilisten konfrontiert, zuletzt die Bilder aus Butscha. Wie hat sich das jetzt verändert? Jetzt hat sich das natürlich verändert, aufgrund dessen, weil natürlich auch jetzt Leute sterben und Krieg ist. Es sind ja auch Personen, auch hier in Mollbergen gibt es ja genug Personen, die da Leute kennen, auch wenn das Aussiedler sind oder nicht eigene Leute aus der Familie zum Beispiel. Aber man hat Bekanntschaften und Verwandtschaften, die man da vor Ort hat. Und dann ist es eine ganz andere Dimension jetzt, die man da vor Ort hat. Und das ist ja das, was die Leute ja natürlich jetzt nicht gut heißen hier. Egal, ob es natürlich auch Pro-Putin-Anhänger gibt, wo die sagen, die können das alles verstehen, was da passiert, was er da macht. Aber es gibt auch mehr Leute hier, die sagen, das Ganze ist alles blöd, was da passiert. Weil es ist jetzt anders wie 2014.
jetzt sterben Leute. Und das ist ja das, was die Leute ja vor Ort ja auch sehen und in unseren Gemeinden ja zum Beispiel auch als auch ankommt, über die Flüchtlinge. Gibt es denn dann sowas wie einen Riss oder eine Spaltung, dass Menschen mit ukrainischen Wurzeln oder die Kontakte in die Ukraine haben, jetzt Leute meiden, die russische Wurzeln haben? Wir haben hier mittlerweile sehr viele Flüchtlinge und auch sehr viele Personen, die dann diesen Geflüchteten natürlich auch geholfen haben. Und man kann sagen, wir haben diese Spaltung hier nicht. Wir haben nicht diese Diskrepanzen zwischen den Russen und den Ukrainern, wenn man so will. Wir haben hier vor Ort keine Personenkreise, die man so auch eingrenzen könnte, dass man sagt, da gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen oder gab es Auseinandersetzungen. Das mag woanders anders aussehen. Es gibt in den größeren Städten gibt es einfach diese, wie soll man sagen, Gesellschaften. Es gibt auch Viertel, wo zum Beispiel hauptsächlich in Berlin zum Beispiel oder in größeren Städten, wo wirklich dann halt die Russen wohnen, wenn man so will, und da auch natürlich auch diese Autokorsos entstehen. Die wird man hier nicht finden, weil diese Personen, die hier sind, sind zwar damals aus der Sowjetunion gekommen, aber das sind ja nicht alles Russen. Es ist auch so, dass wir in Mollbergen auch Leute haben, die auch angeheiratet sind, das heißt, die auch russisch stammig sind, die auch einen russischen Pass haben. Aber das ist eine kleine Minderheit, die hier auch da ist, und die wirst du ja nirgendwo richtig finden. Die werden ja nicht hier rausgehen auf die Straße und sagen, wir müssen jetzt pro Putin demonstrieren, was auch gut ist für uns. Was mir schon im Vorfeld aufgefallen ist, ich habe mit vielen Aussiedlern gesprochen und am Telefon sind die auch bereit, viel zu erzählen. Einige haben Verständnis für Putins Politik, lehnen den Krieg aber ab, andere lehnen Putin komplett ab. Aber offen über diesen Krieg reden, über Putin reden und ihre Meinung offen äußern, das wollen viele eher nicht. Warum? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Erster Grund ist einfach, dass die Leute hier besonders bei uns im Landkreis geprägt sind durch die verschiedenen Medien. Also wenn man hier in Mollbergen Leute anruft, dann haben die Leute erstmal alle eine Differenz dazu, weil das meistens immer ins Negative getrieben worden ist. Das heißt, immer wenn ich aus der Gemeinde Mollbergen berichtet worden ist, ist es irgendwo gelandet, wo es, ja, wie soll man sagen, nicht so rübergekommen ist, wie das ankommen sollte. Und da haben die Leute einfach Angst vor, weil die wollen sich hier nicht weiter zusätzlich als Spielball machen und sagen, diesen ganzen Wirrwarr mit den Medien entziehen wir uns. Ich habe meine Meinung, vertrete die auch, kann die auch kundtun, aber was die Medien daraus machen, das ist das, wovor ich Angst habe. Und deswegen sagen die auch was, aber die würden es nie öffentlich machen wahrscheinlich. Es ist genauso wie bei Facebook mittlerweile. Da kannst du ja vieles online machen, da sind auch die Leute bereit, dir was direkt an die Nase zu binden. Sobald diese Person aber vor dir steht, ja, wird diese Person dir das nicht sagen, weil die Distanz einfach da ist und man mit den Leuten direkt sprechen kann. Und das ist ja das, was wir auch hier merken, dass auch die Leute immer wieder zurückhaltender werden bezüglich dieses ganzen, nicht nur dem Geschehen allgemein, was jetzt auch die ganzen Differenzen zwischen den Aussiedlern und den Einheimischen dann sozusagen noch weiter fördern könnte. Und die meisten, die dann befragt werden, kommen ja meistens aus der Pfingstgemeinde. So, und diese haben in den letzten Jahrzehnten sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, aus den medialen Hintergründen zum Beispiel. Und deswegen versuchen sie sich da komplett aus diesen Geschichten rauszuhalten. Sie haben ja gerade die sozialen Netzwerke angesprochen. Die niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Editha Westmann, die hat ihre Besorgnis darüber ausgedrückt, dass es mit Blick auf die Russlanddeutschen eine Zunahme von Fake News geben könnte und dass hier eine gezielte Desinformation und Manipulation stattfinden soll. Wie sehen Sie diese Sorge? Fake News sind das größte Problem dieses Zeitalters. Wir haben in allen Medien leider Fake News, egal wo, egal was man. Das heißt, man muss selber immer kurz, rein theoretisch, kritisch überprüfen, welche dieser Medien denn wirklich dann halt aktuell ist. Und das kann keiner mehr gewährleisten. Wir sind in einem digitalen Zeitalter angekommen, wo verschiedene, sagen wir mal jetzt, verschiedene Institutionen einfach dazugehören. Das sind alles Riesenkraken, die sammeln Daten, ne, wie ob Facebook, Google, Instagram, TikTok, Snapchat. Und das sind alles verschiedene Datenträger, die dann wirklich diese Daten so positionieren und so nutzen, wie sie die gerade brauchen. Und es wird auch immer mehr werden mit diesen ganzen Fake News, weil man versucht ja über dieses Medium viel zu steuern. Damals in den Kriegen davor, die es auch schon gegeben hat, gab es eine Zeitung.
Man gab es vielleicht einen Fernseher. So, und dann wurde darüber in der Tagesschau berichtet oder man hat es in der Zeitung gelesen. Heutzutage sind alles sehr, sehr kürzere Berichte, sehr, sehr schnelllebige Berichte. Das heißt, man kann auch sehr schnell was projizieren oder was machen, was die Leute natürlich beeinflusst. Und besonders bei unseren Jugendlichen und Kindern sehe ich das immer mehr, dass da halt diese Distanz zu diesem ganzen Weltgeschehen natürlich sehr viel kürzer geworden ist. Wenn man das als Kind überlegt, ich hatte damals keine Berührungspunkte, auch wenn man gewusst hat, dass in Serbien oder in Kosovo Krieg herrschte, habe ich als Kind davon nichts mitbekommen. Heutzutage ist es so, dass auch die Kinder da komplett mit drin sind und die wissen auch Bescheid, was da passiert. Und die werden natürlich auch mit diesen zusätzlichen Fake News bombardiert. Ne, weil du entscheidest ja selber, was du siehst. Die Algorithmen sind ja so gesteuert, dass wenn du dir sowas mal angeguckt hast, wo der Ukraine-Krieg zum Beispiel angefangen hat, dass die Kinder zum Beispiel gesucht haben, gezielt nach der Ukraine, so dass die jetzt im Nachhinein natürlich auch immer wieder solche Sachen vor die Nase bekommen. Und das ist das, was ich als schlimm empfinde, weil die Kinder oder die Jugendlichen, die sind ja noch richtig steuerbar. Und wie sehen Sie diese gezielten Manipulationsversuche mit Blick auf Menschen mit russischen Wurzeln? Ja, im Zusammenhang zum Beispiel mit den Abschaltungen der Medien aus dem russischen stämmigen Raum zum Beispiel, ist es natürlich so, dass natürlich auch von daher auch versucht wird, irgendwo hier irgendwas zu platzieren. Das heißt, diese Leute werden natürlich auch von über verschiedene andere Kanäle die Möglichkeit sehen und natürlich auch finden, die Leute hier zu informieren. Es ist genauso, wie wir unsere Kanäle hier haben, die unsere Leute informieren. Ja, das heißt, genauso werden die es da hinten auch versuchen. Und natürlich werden sie es auch irgendwie schaffen, die Leute auch, ja, ob es jetzt über, es gibt ja diese russische Form von Facebook, Odnoklassniki, glaube ich, heißt die, die wird ja nicht kontrolliert von den deutschen Medien. Und da sind ja genau das Gleiche. Das ist genauso wie Facebook, nur auf Russisch. Das heißt, die Leute bekommen da wahrscheinlich ihre Nachricht. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, weil das Ding läuft ja immer noch zum Beispiel. Ne? Oder VK ist das andere. Das sind ja alles Sachen, die sind zwar hier, also wir kennen die nicht hier als Person, weil wir damit ja keine Berührungspunkte haben. Aber die russischstammigen Communities, die wirklich jetzt sagen, wir interessieren uns für Nachrichten aus diesen Regionen, die beschaffen sich die. Natürlich ist jeder, der halt möchte, kann ja auch berichten. Es ist ja auch so, da gibt es ja auch eine junge Dame, die zum Beispiel aus dem Donbass immer berichtet, zum Beispiel gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, wir stellen uns dahin und werden alles davon erzählen, was hier ist. Ob es dann wahr ist oder nicht, kann es keiner nachvollziehen, weil die Bilder sind erstmal geliefert und keiner überprüft diese Bilder. Diese Kanäle werden ja immer irgendwie offen sein, egal über welche sozialen Netzwerke wir jetzt sprechen. Aber wie können bzw. wie müssen wir Ihrer Meinung nach dagegen wirken? Also wir müssten allgemein gezielt auch die Personen informieren und sagen, die sollen erstmal, bevor sie Kommunikation nach außen tragen oder heutzutage auch sehr schnell vieles über WhatsApp und solche Geschichten wieder verbreitet wird, erstmal für sich erstmal innegehen und zu sagen, kann das überhaupt sein, was da passiert? Erster Punkt. So, zweiter Punkt ist es so, dass man auch als Gesellschaft vielleicht aufklärender tätig werden muss. Das heißt, nicht nur sagen, das sind alles die Blöden, da dürft ihr nichts von gucken, sondern man muss vielleicht auch wirklich als Gesellschaft aufklären. So, und das wird immer schwieriger, weil man kriegt diese Kinder nicht mehr oder die Jugendlichen nicht mehr eingefangen, wenn man über die normalen Medien geht. Das heißt, man muss schon wirklich mit den Medien, die sie auch nutzen, versuchen, das Ganze zu gestalten. Und da bringt das nichts, wenn wir da eben einen Podcast drehen oder mit Bundeskanzler sagt, Kinder, ihr müsst jetzt aufpassen. Das bringt nichts. Also es muss schon hier vor Ort passieren, es muss an den Schulen passieren und nicht, dass da irgendjemand von oben sagt, wir machen jetzt ein schönes Bildchen, setzen das bei Facebook rein und dann haben wir damit die Jugendlichen wieder eingefangen. Das funktioniert nicht. Und ältere Menschen, die sich über russische Social-Media-Plattformen oder so informieren, wie kann man die erreichen? Also es gibt ja verschiedene Gruppierungen auch in Deutschland. Ich sag mal so, wenn zum Beispiel jetzt ganz, ganz krass, ne, wenn man die Neonazis anspricht, die jetzt kaum mehr im Gespräch sind, die sind immer noch aktiv. So, die Hells Angels, ne, die Motorradgruppierung. Es gibt zig Motorradgruppen. Die Leute, die da aktiv sind, die wirst du nicht erreichen. Wenn jetzt jemand möchte, sage ich mal jetzt, und ein russischstämmiger Bürger, auch in der Gemeinde Mollberg oder im Landkreis Kloppenburg, sich da an diesen Nachrichten
festangelt und sagt, das ist alles, was da in den westlichen Medien besprochen wird, ist alles Blödsinn. Nur das, was da hinten passiert, ist richtig. Die wirst du auch nicht abbekommen. Das heißt, du kriegst ja keinen mehr dazu erzogen, dass er irgendwie was anderes. Du kannst versuchen, ihm das nahe zu bringen. Du kannst ihm durch andere Medien das versuchen nahe zu bringen. Aber einige Leute sind einfach sowas von eingeschossen auf diese Medien und die sie konsumieren. Deswegen wird man das bei einigen einfach nicht schaffen. Ich sage nicht bei allen, aber es gibt genug Leute, die sagen, das, was da passiert, ist das, was ich sehe und fertig. Kleiner Themenwechsel. Sie sind Bürgermeister einer Gemeinde, die keine russische Partnergemeinde hat. Aber es gibt in Deutschland genügend andere Gemeinden und Städte, die Partnerschaften nach Russland pflegen bzw. gepflegt haben. Wie stehen Sie dazu, dass diese Brücken jetzt abgebrochen werden oder dass auch Produkte russischer Herkunft oder mit einem russisch klingenden Namen aus den Supermarktregalen verschwinden? Also erster Punkt, Partnerstädte oder Partnerschaften in anderen Städten. Also ist es einfach so, es ist schlimm, was da jetzt passiert. Aber diese Partnerschaften sind ja über Jahrzehnte aufgebaut worden. Man hat ein gewisses Vertrauen gegenüber diesen Personen geschaffen. Man hat versucht, sich mit diesen Leuten zu verbünden. Man hat immer wieder versucht, irgendwelche Hilfen, Unterstützungen gegenseitig zu leisten. Man hat in den meisten Fällen ja auch viel Geld investiert in diese Region. Das heißt, weil wir einfach eine Wirtschaftsregion hier sind oder in Deutschland allgemein, wird natürlich auch sehr viel mit finanziellen Mitteln auch in den Partnerstädten ja gemacht, weil jetzt natürlich dieser Krieg herrscht, kann es ja nicht sein, dass diese Leute, die da vorher alle gut waren, auf einmal alle böse sind, nur weil Herr Putin böse ist. Ja, und das finde ich nicht ganz richtig, dass man diese Sachen so jetzt alle ab hoc unterbindet. Natürlich, wenn jetzt sich jemand da pro Putin äußert und sagt, wir sind hier alle dafür oder d'accord, was der da macht, dann muss man sich das überlegen, dann kann man so eine Partnerschaft auch ruhen lassen. Aber gleich alle über den Kamm zu scheren, nur weil da in Moskau jemand ist, der alleine sitzt und die Entscheidung trifft, heißt es nicht, dass in Krasnojarsk die Leute böse geworden sind dadurch. Und das Entfernen von russischen Produkten? Ganz schwieriges Thema, weil es ist ja mittlerweile so, dass viele Leute, die denken, die gehen beim Russen einkaufen, wenn man sich dann die Etikette mal vernünftig anguckt, da steht natürlich alles auf Russisch was draufgeschrieben, aber diese Sachen, die werden hier in Deutschland hergestellt. Diese Produkte, die in Polen zum Beispiel oder in Deutschland produziert werden, ja, die den deutschen Markt für russische Produkte, für polnische Produkte, für tschechische Produkte, für ukrainische Produkte hier komplett sozusagen befüllen. Das heißt, wir schaden unserer eigenen Wirtschaft damit, unsere eigenen Mittelständler, die dann versucht haben, über Jahrzehnte irgendwie eine Firma aufzubauen, um zum Beispiel jetzt irgendwelche Produkte, ob es jetzt Teigtaschen sind oder was weiß ich, in Deutschland zu vermarkten, was sie auch gut tun, gut machen, weil mittlerweile haben wir etliche Discounter-Ketten, wenn man so will, die ja auf diesen osteuropäischen Markt ja aufgesprungen sind. Ja, soll man sagen, man will ja diesen Personen aus Russland ja zeigen, wie hart man ist. Das schafft man hier nicht, weil diese Personen, die hier diese Sachen vermarkten, vor Ort dann Unterstützungshilfen beantragen, die sagen, wir brauchen Geld, weil wir können jetzt gerade unsere Umsätze nicht einfahren. Und das heißt, wir bezahlen erstmal den Krieg da hinten, aber wir werden auch hier vor Ort, die Unternehmer oder die Mittelständler, ständischen Unternehmen, werden wir hier zusätzlich finanzieren müssen. Darunter auch mittelständische Unternehmen wie die Kaufermärkte. Und in diesem Zusammenhang gab es ja auch Berichte von Anfeindungen bis hin sogar zu Sachbeschädigungen gegenüber diesen Märkten. Wie sieht da die Situation hier im Landkreis Cloppenburg und im Speziellen auch in Neubergen aus? Also in Mollbergen habe ich nichts mitbekommen. Ich weiß, dass es im Landkreis Cloppenburg gab es halt ein paar Anfeindungen gegenüber russischen Stammigen. Die hat man halt in verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel jetzt im Kratzen der Autos zum Beispiel halt gesehen oder halt mit Sachbeschädigung. Aber in Cloppenburg habe ich das jetzt nicht bewusst wahrgenommen, dass da irgendwelche Märkte angegriffen worden sind oder dass da irgendwelche ukrainischen Bürger zum Beispiel jetzt vorm Laden standen und das Ganze boykottierten wollten oder die Leute davon abbringen wollten, da einkaufen zu gehen. Ich persönlich habe es nicht mitbekommen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht passiert ist. Aber wenn es so ist, dann finde ich das aber nicht in Ordnung, weil die Personen, die hier auch die Hilfe suchen und Schutz suchen, die werden ja meistens von diesen Personen aufgenommen, die da auch einkaufen gehen. Neben Diskriminierung könnte ich mir vorstellen, dass es auch so etwas wie einen Rechtfertigungsdruck gibt. Also dass quasi auf Russlanddeutsche ein besonderer Druck ausgeübt wird, sich doch jetzt endlich einmal zu positionieren pro Putin, kontra Putin, für den Krieg, gegen den Krieg.
da gibt es dagegen eine klare Positionierung hier, weil man sieht es ja anhand der Hilfsgüter, anhand der Hilfskonvois, die hier gestartet werden, deren Personen, die wirklich dann hier versuchen, das Ganze zu unterstützen, dass hier, also in Mollbergen, kann ich sagen, die meisten Leute für die ganze Sache einstehen, dass sie sagen, die wollen den Leuten vor Ort hier helfen, die wollen da hinten unterstützen, die versuchen in Ukraine Brücken zu bauen, die versuchen Hilfsmittel oder Güter da vor Ort hinzubekommen. Also ist es so, dass hier diese Positionierung, denke ich mal, klar und deutlich ist, dass die Leute sich gegen diesen Krieg aussprechen. Natürlich gibt es Meinungen, die sagen, das hätte man verhindern können. Aber es ist so, dass was jetzt passiert ist, die Leute nicht gutheißen. Wenn Sie die Flüchtlingshilfe ansprechen, es scheint ja gerade in Mollbergen ein besonderes Engagement zu herrschen. Können Sie sagen, was hier gerade alles so umgesetzt wird? Also mittlerweile ist es so, dass wir etliche Institutionen haben, die sich zusammengeschlossen haben. Also es ist auch so, dass zum Beispiel der Heimatverein unter Führung des Altgemeindedirektors Kurt Busmann oder mit Ludger Möller als Altbürgermeister, Nadja Kurz als Beauftragte für unsere Aussiedler hier sozusagen, wenn man so will, katholische Kirche, Pfingstgemeinde, evangelische Kirche, Oase, dass die ganzen Glaubensgemeinschaften komplett mit zusammen mit den Heimatvereinen agieren, um vor Ort einfach eine Unterstützung zu geben und auch anbieten zu können. Wir werden ja zum Beispiel auch einen Abend, Informationsabend veranstalten. Erstens für die ganzen Personen, die sagen, wir unterstützen, möchten zum Beispiel die Ukraine unterstützen. Dann wird es noch einen zusätzlichen Abend geben, wo wir wirklich die Ukrainer sozusagen aufklären, was für Pflichten sie hier haben, dass sie zum Beispiel jetzt sagen müssen, wenn sie wegziehen oder wenn sie woanders hinkommen wollen, dass sie zum Beispiel vor Ort können kommen und sagen, wir müssen uns abmelden. Wir haben auch durch den Heimatverein zum Beispiel haben wir einen Riesenkonvoi, mittlerweile den zweiten, der jetzt nach Ukraine geht, zu Herrn Hutzfuhl. Herr Hutzfuhl ist ein sehr bekannter Künstler hier, der schon seit über 20 Jahren Mollbergen auch prägt. Und wir hier einfach vor Ort merken, dass diese Bereitschaft der Hilfen immer mehr wird. Also die Leute, die wollen gerne, die versuchen noch irgendwas zu organisieren. Was natürlich immer weniger wird, sind die Sachspenden. Aber trotzdem sind die Unterstützungen hier vor Ort immer noch da. Die Leute nehmen immer noch die Familien bei sich in den Familien auf. Das heißt, die haben zum Teil dann vorher schon mit 8, 9 Personen oder 10, 12 Personen gewohnt und jetzt sind sie mit 20 Personen im Haushalt. Aber die halten es aus. Und das sind sie auch. Das sind ja meistens Aussiedler. Das heißt, die haben auch damals in Omsk oder in einer anderen russischen Stadt zum Teil gewohnt. Und trotzdem nehmen sie die Ukrainer hier auf, weil die sich immer noch als Brüder oder Schwestern sozusagen sehen, dass die Völker eigentlich ein Volk sind. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitteschön. Das war mir eine große Ehre, denke ich mal. Das war mein erster Podcast. Von daher ist es für mich auch was Neues. Und damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ihr könnt unseren Podcast jetzt übrigens auch über unsere neue App hören. Die gibt es kostenlos im App und im Play Store zum Download. Falls ihr Vorschläge, Anregungen oder ein bestimmtes Thema im Kopf habt, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Und in der nächsten Folge werden wir mit unserem Kollegen und Wirtschaftsreporter Roland Kühn über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs im Oldenburger Münsterland sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns dann wieder zuhört. Bis dahin, bleibt gesund.